Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kurzen Review über ein Smartphone-Mikrofon mit USB-C-Anschluss für knapp 80 Euro. Danke für das Sponsoring und den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das hier ist die Box von allen Seiten. Die wichtigen Details stehen auf der Rückseite und lassen sich auf der Herstellerseite oder bei Amazon im Detail nachlesen. Geht dir das Ganze zu schnell, drück einfach auf Pause und schalte bei deinem Gerät in den Fullscreen. In der Box findest du noch einen kleinen Beutel zum Schutz, sowie eine Deadcat und natürlich die Benutzeranleitung. Das Mikrofon macht einen soliden Eindruck, dazu lässt es sich um 180 Grad neigen. Ideal zum Vloggen oder um eine Präsentation aufzunehmen mit der Hauptkamera deines Smartphones oder Tablets. An der Seite findest du sogar noch einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Nicht zu vergessen, ganz unten, kaum zu übersehen, ist noch der Mute-Schalter. Leuchtet dieser grün, ist das Mikrofon aktiv. Leuchtet er rot, dann nimmt das Mikrofon keinen Ton auf. Jetzt viel Spaß bei den nachfolgenden Clips. Das ist gerade auf, ja? Ich kann es gar nicht. Aber Respekt, wenn man es kann. Einkaufszentrum hier auf jeden Fall. Mal zahlen. Blick auf die Frankfurter Skyline hinter mir. Und ich bin der untalentierteste Vlogger, den man sich vorstellen kann. Viele Hintergrundgeräusche, Aero Manu filmt gerade und mal gucken, ob es was gebracht hat, das externe Mikrofon. Wir finden es auf jeden Fall zu Hause raus. Ich kann es mit den Smartphone-Lautsprechern nicht richtig beurteilen, aber zu Hause wissen wir dann mehr. Jetzt liegt es an euch zu entscheiden, ob sich der Kauf lohnt. Wie findest du die Audioqualität im Vergleich zum normalen Mikrofon, das Huawei Mate 20 Pro? Ich bin gespannt über dein Feedback, den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Danke an Manu und euch fürs Zuschauen. Bis bald aus Frankfurt.